Sie haben dieser Tage geschrieben, dieses Land hat noch ganz andere Sorgen als Heizungen, womöglich sogar existenziellere. Und Ihre Behandlung wäre die Sache Karl Lauterbachs. Nämlich? Ja, also Herr Lauterbach ist im Moment dafür zuständig, dass die Krankenhäuser, die teuer sind im doppelten Sinne, also uns auch unsere Gesundheit auch teuer sein sollten, dass wir davon sehr viele haben. Wir haben zu viele Krankenhausbetten, wir haben zu viele Operationen dort. Und Herr Lauterbach schickt sich an, eine Reform anzuschieben. Allerdings hat er dabei schon ein paar Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die er haben müsste, vor den Kopf gestoßen. Und im Moment scheint es immer kleiner zu werden. Was heißt das? Was heißt das? Mitstreiter vor den Kopf gestoßen? Ja, alle würden, glaube ich, also Bundesminister und die Landesministerien, die werden alle sagen, ja, wir müssen dringend was tun. Die Krankenhäuser, die werden so nicht überleben und die medizinische Versorgung wird so auch nicht auf gutem Niveau gehalten werden. Und das Ziel ist das gleiche, aber den Weg, den gemeinsamen, den finden sie gerade immer weniger. Also der Nenner wird immer kleiner. Nochmal konkret, was heißt das? Die Länder müssen mitmachen, wenn Herr Lauterbach eine Reform macht, weil die Länder müssen im Grunde in den Beton, in die Häuser, in die Krankenhäuser investieren. Die legen fest, was im Bundesland tatsächlich an Krankenhausbetten und wo gebraucht wird. Und alles, was an die medizinische Behandlung geht, das muss Herr Lauterbach machen. Und deshalb müssen beide zusammenarbeiten und das funktioniert nicht gut. Okay, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sollten heute mal versuchen, ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Das ist ein Gesundheitssystem, das wir uns leisten, das gar nicht so schlecht ist, wie es häufig gemacht wird, sagen auch Sie. Das funktioniert in vielen Teilen relativ gut und es gibt auch gute Medizin, entgegen dem Image, das da manchmal so geprägt wird. Aber, und das scheint der Punkt zu sein, es geht so nicht weiter. Wir können uns das nicht mehr leisten, schlicht und ergreifend. Herr Lauterbach, wie viele Krankenhäuser werden wir Sie schließen müssen? Ich werde gar keins schließen. Und wenn die Reform, die jetzt kommen wird, wenn diese Reform nicht käme, dann würde das Krankenhaussterben im nächsten Jahr beginnen und hätte aber dann auch auf lange Zeit kein Ende. Wir werden nicht mehr verhindern können, dass im nächsten Jahr Krankenhäuser große Schwierigkeiten haben, vielleicht auch in die Insolvenz gehen. Aber diese Reform, die ist ja seit mindestens 10, möglicherweise seit 15 Jahren überfällig. Und wir werden diese Reform, das ist eine riesige Reform, an der arbeiten wir jetzt schon seit vielen Monaten sehr gut mit den Ländern zusammen. Wir werden die Reform fertig bekommen. Das ist eine gigantische Reform. Was wir nicht gemacht haben, wir haben die Reform nicht also sonderlich jetzt abgestimmt mit den üblichen Lobbygruppen im System, sondern wir haben mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Wir haben eine Regierungskommission Krankenhaus. Das sind absolute Top-Experten. Das sind Leute, die die große Notfallabteilung in Berlin leiten, die also in der Intensivmedizin arbeiten. Gesundheitsökonomen, Epidemiologen, also Top-Wissenschaftler. Die haben über viele Monate uns beraten, machen das auch jetzt noch. Und wir werden am nächsten Donnerstag mit den Ländern kommen wir sehr gut zurecht. Also wir kommen sehr gut zusammen. Wir werden am nächsten Donnerstag wahrscheinlich Eckpunkte beschließen und werden das Gesetz über den Sommer schreiben. Also unser Haus und dann drei Länder werden beteiligt sein. Wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hamburg, sodass wir da ausgewogen sind, was die Parteien angeht. Und ich glaube, dass diese große Reform, die das System komplett umkrempeln wird. So, das meine ich. Komplett umkrempeln. Genau. Was wird da passieren? Das ist ganz einfach. Also wir bezahlen im Moment, wir haben im Moment also 300 Milliarden jedes Jahr. Genau. Ja, die gesetzlichen Kassen allein. Beim Krankenhaus sind das etwa 100 Milliarden. Aber ich will ganz die Reform lässt sich einfach simpel erklären. Wir haben derzeit 1300 Prozeduren und Fälle, die jeweils einen Preis haben. Das System funktioniert so, der Patient kommt rein, hat eine bestimmte Diagnose, dann gibt es für diese Diagnose einen Preis. Das ist die Fallpauschale. Und je mehr Fälle ich mache, desto mehr Geld habe ich in dem Sinne. Fallpauschale. Und das bedeutet. Also kurz, muss man einmal klären. Markus Lanz kommt rein, kaputtes Knie, vielleicht noch also eine Nebendiagnose, hyperaktiv. Dann würde man sagen, das ist jetzt der Preis von Markus Lanz. Dann, also, wenn Markus Lanz dann da in der Klinik behandelt wird, dann ist das der Preis, den es gibt. 4.000 Euro zum Beispiel für eine Knie. Je nachdem, was am Knie dran ist, käme man damit über die Runden, genau. Und somit müssen die Krankenhäuser müssen versuchen, so viele Fälle zu machen wie möglich. Dabei wird das ein oder andere Knie operiert, was vielleicht gar nicht operiert werden müsste. Schon mal das erste Problem. Das zweite Problem ist, wenn ich jetzt keinen Top-Chirurgen habe,
habe für Knie, will aber trotzdem die 4.000 Euro abrechnen. Ja, ja. Dann operiert vielleicht jemand, der nicht so gut mit dem Knie ist. Wird Markus Lanz nie erfahren, dass ein besserer Chirurg in der Nachbarklinik das besser gemacht hätte. Und vielleicht hat man dann auch noch die Überlegung, wir machen das stationär, obwohl man es ambulant machen könnte. Schon wieder ist Geld weg. Und so funktioniert das System. Wir machen viel zu viel stationär, was wir ambulant machen könnten. Mhm. Wir machen auch Fälle, die wir nicht unbedingt machen müssten. Und wir machen auch Fälle dort, wo man sie eigentlich nicht machen sollte. Beispielsweise Krebsbehandlungen machen wir nicht in den Kliniken, die dafür besonders geeignet sind, zumindest nicht alle. Und daher sind die Fachgesellschaft, die Krebsgesellschaft, die Fachgesellschaft für Herz-Kreislauf-Krankheiten und so, die sind alle für die Reform, weil die sehen in erster Linie, mit der Reform kann man nicht nur viel Geld sparen, sondern das wird viele Menschenleben retten. Okay. Frau Tut, ich habe vorhin kurz, um einmal sozusagen das große Ganze mal zu verstehen. Sie haben diesen Artikel geschrieben, den ich einen sehr guten Artikel finde, deswegen lesenswert, weil man einmal kapiert, was das eigentlich für ein System ist. Wie viel Geld das kostet, wie viel Geld das in Zukunft kosten wird, dass es immer teurer wird, dass es eigentlich, was die Kosten angeht, völlig aus dem Ruder läuft. Und gleichzeitig sagen Sie, wir haben aber gar nichts davon. Also, da steigen jetzt nochmal die Beiträge, es wird alles jetzt noch teurer. Wir müssen immer mehr Geld zuschießen. Gleichzeitig sind die Deutschen nicht gesünder. Sie werden nicht unbedingt besser behandelt. Und es gibt sogar, sagen Sie, mit Blick zum Beispiel auf Dänemark, Herzinfarkt ist ein Beispiel. Vielleicht können Sie es einmal daran beschreiben, was der Unterschied ist. Warum sind die Dänen beispielsweise bei der Behandlung von Herzinfarkten besser als wir, obwohl unser Gesundheitssystem um ein Vielfaches teurer ist? Das fängt schon damit an, wenn Notfall ausgelöst wird, 112 gewählt wird und dann der Rettungswagen kommt. Wissen die, die einen holen, nicht unbedingt die Vorgeschichte und die gesundheitlichen Vorbedingungen. Das weiß man in Dänemark, weil das alles auf einer elektronischen Gesundheitskarte verzeichnet ist. Ja. Da fängt es schon mal an. Die können einen schon viel zielgenauer dann auch in ein Krankenhaus bringen, das auch genau ausgewiesen ist in Dänemark, was für eine Versorgung es anbietet, nämlich für Herzinfarkt gut geeignet oder eben nicht angefahren wird. Das wird in Deutschland nicht gemacht. Also in Deutschland rechnen doppelt so viele Krankenhäuser Herzinfarkte ab, also behandeln auch akute Herzinfarkte, als zum Beispiel Linksherzkatheter haben, was sehr wichtig ist in so einem akuten Notfall und die Überlebensrate auch enorm erhöht. Und wenn ich dann sozusagen in Berlin da ein Krankenhaus habe mit Linksherzkatheter, aber genauso weit eins ohne und ich dann dorthin gefahren werde, werde ich nicht erfahren, dass meine Überlebenschancen sehr viel geringer sind. In Deutschland versterben 8% der Herzinfarktpatienten mehr als 8% im Krankenhaus, in Dänemark nur 3%. 8% versus 3%. Weil man eben genauer die Patienten hinbringt, genauer sie behandeln kann. Und damit dann eben kann man das auch in Überlebensraten messen. Ja, aber Frau Tut, das ist ja die Reform, die seit 15 Jahren fehlt und die ich gerade mache. Mhm. Sie beschreiben im Prinzip die Reform, die ich gerade... Unsere Reform sieht vor, dass die Herzinfarkte in die Kliniken gebracht werden. Die dänische dann, Idee sozusagen. Ja, dänische gibt es auch in vielen anderen Ländern. Wir nennen es jetzt hier in der Sendung die dänische Idee, um zu verstehen, was gemeint ist. Genau, die Krankenhäuser haben bessere Ergebnisse. Die 24 Stunden, 7 Tage die Woche, bei einem Herzinfarkt sofort mit einem Katheter, das die Verstopfung in dem Koronargefäß auflösen können. Mhm. Kommen Sie jetzt mit dem Infarkt in eine Klinik, die das nicht kann, dann denken Sie, es würde Ihnen geholfen, weil dann läuft ein Tropfen. Sie denken, okay, die Versorgung also findet statt. Sie würden aber nie erfahren, dass eigentlich eine andere Versorgung, nämlich das Gefäß wird wieder geöffnet, in der Klinik, in der Sie jetzt sind, nicht möglich ist. Weil da wird kein Spezialist hinkommen und sagen, schau, dass Sie jetzt bei uns sind. Ein paar 5 Kilometer weiter hätte man Ihnen jetzt ganz anders helfen können. Und das wollen wir halt ändern. Daher ist diese Reform eine Qualitätsreform und wird daher von allen deutschen Universitätskliniken unterstützt. Nochmal zur Ausgangslage, die Frage des großen Krankenhaussterbens. Das klingt ja beängstigend, wenn man das erstmal so hört. Frau Tut, Sie haben, ich glaube, es war auch in diesem Artikel, ein Beispiel beschrieben, das ich extrem prägnant fand. Es gibt eine Untersuchung, Ruhrgebiet, Knieverletzung.
Wie viele Krankenhäuser könnte man ansteuern, wenn man in Dortmund beispielsweise plötzlich ein Problem mit dem Knie hat? Es ist schon ein bisschen eine ältere Untersuchung, ja. Aber war eine Untersuchung, wenn man am Hauptbahnhof in Essen steht, im Umkreis von einer halben Stunde, wie viel man sein Knie in verschiedenen Häusern operiert haben könnte. Also es war 20 im zweistelligen Bereich, dass man 20 Häuser ansteuern kann, die das ähnlich anbieten, aber mit unterschiedlichsten Qualität und Ergebnissen. Ja. Wir sind uns aber auch in der Problembeschreibung, sind wir uns überhaupt nicht uneins. Da sind alle einig, dass wir zu viel machen, nicht immer gut und deshalb nicht sozusagen. Und ich will noch mal zum Thema Krankenhaus. Wie viele Krankenhäuser haben wir in Deutschland? 1719 Krankenhäuser. Genau, deswegen. Von denen sind schätzungsweise wie viele irgendwann bald nicht mehr da? Wenn wir nichts täten, dann würde also sicherlich ein unkontrolliertes Krankenhaussterben losgehen. Ich sage mal, 20-25% würden in den nächsten Jahren verschwinden, wahrscheinlich aber mehr. 20-25% wären weg? Wären weg, mindestens. Und dann würde es aber weitergehen. Herr Lauterbach, ganz kurz, Sie wollen die jetzt schließen? Oder was wird jetzt passieren? Nein, ich will gar nicht. Diese Schließungsdiskussion ist für mich nicht so spannend. Für mich ist einfach Aber für die, die da arbeiten, schon. Da muss ich jetzt mal unterbrechen, weil kein Politiker traut sich zu sagen, dass man eben an bestimmten Stellen schließen muss. Wenn es konkret wird, dann fürchten alle die Wut der Menschen, die Landräte fürchten. Ja, aber das können Sie mir doch nicht vorwerfen. Ich werde doch jeden Tag in der Presse auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Teil dafür kritisiert, dass ich eine Reform mache, wo auch Krankenhäuser geschlossen werden. Ich sage ja sogar, dass unsere Reform noch nicht mal verhindern wird, dass Krankenhäuser geschlossen werden. Also das können Sie mir ja nicht vorwerfen. Ich spreche dann von anderen Politikern. Aber wenn ich hier den einen Punkt sagen möchte, worum es mir geht, also was wir machen werden. Wir werden also die Krankenhäuser bewerten, wie gut ist die Qualität für welchen Eingriff. Zum Januar des nächsten Jahres, ich gehe davon aus, dass die Reform zum 01.01.2024 steht. Die Reform, die seit 15 Jahren benötigt wurde, die haben wir dann in einem Jahr gemacht. Da wird dann regional auf einer Karte, können Sie dann das Krankenhaus anklicken, wo Sie mit dem Knie hingehen wollen. Und dann können Sie sehen, die machen den Eingriff Knie, diese Leistungsgruppe, ja oder nein. Und die machen das entweder gut oder die haben Qualitätsdefizite. Und wenn sie Qualitätsdefizite haben, dann werden wir nach einer Übergangsphase vielleicht ein Jahr auch nicht mehr bezahlen. Das heißt, der Bund, Sie entziehen den sozusagen einfach. Diese Leistung, wo das Knie schlecht gemacht wird, einfach ausgedrückt. Wo wir das belegen können, da sind keine Kniespezialisten, die Eingriffe werden nicht oft genug gemacht, es gibt viele Komplikationen. Das werden wir öffentlich machen. Wir werden also jedes Krankenhaus. Wie jetzt? Ernsthaft? Die 1719 Krankenhäuser können Sie dann anklicken, meinetwegen auf Spiegel Online oder was, können Sie anklicken. Das machen wir öffentlich. Dann sehen Sie das Krankenhaus, dann sehen Sie die Leistungsgruppen, 63 Leistungsgruppen. Dann sehen Sie, ist das da grün, dann ist die Qualität stimmig. Ist es rot, gibt es ein Qualitätsproblem. Die Fachgesellschaften, die Wissenschaftler, die uns beraten, die werden das auswerten, das machen wir mit den Wissenschaftlern zusammen. Und nach einer Übergangsphase bezahlen wir nicht mehr, wo die Qualität schlecht ist. Der springende Punkt ist, wenn ich in all den Kliniken die Dinge nicht mehr bezahle, die Kliniken nicht gut können, dann gehen diese Patienten für diese Eingriffe in Kliniken, wo das gut ist, dann kann dort auch besser bezahlt werden, weil ich spare ja sehr viel Geld. Und somit die anderen gehen pleite, das sollten wir jetzt auch dazu sagen. Wenn ich jetzt in vielen Bereichen Probleme habe, dann wird das Haus sich nicht halten können. Wir haben Häuser, wir machen ja so Vorauswertungen. Wir haben diese Daten für die 1719 Kliniken und diese 63 Fachgruppen. Ja. Das haben wir jetzt schon, aber wir prüfen das noch. Ja. Aber wir werden das zum 01.01. werden wir das haargenau haben. Das stellen wir dann ins Netz. Das wird auf jeden Fall passieren. Zum 01.01. wann? 24. Da wird diese interaktive Sie klicken an, Karte... Ja, Sie klicken an auf der Karte. Also Entschuldigung. Markus Lanz, Knie. Also hat Knie, also will, dann sind da fünf Kliniken, die er anklickt, da sieht er, die Klinik macht das gar nicht, die Klinik macht das. Hier ist eine Klinik, die macht es schlecht. Bei der Klinik, die es schlecht macht, werden wir im Jahr danach gar nicht mehr bezahlen. Aber bei der Klinik, die es gut macht, da können Sie sich dann auch verlassen, die können das. Und so prüfen wir in jeder Klinik, wer kann was gut. Okay. Und das ist der Grund, weshalb große Fachgesellschaft, zum Beispiel Krebsgesellschaft, unterstützt die Reform, weil die sagen, das brauchen wir schon so lange. Ja. Der Laie muss doch wissen, wo das gut ist und wo es nicht gut ist. Okay, puh, wir müssen jetzt mal aufarbeiten hier. Also das heißt, es gibt, Sie sagen, das ist eine Qualitätskontrolle? Verbesserung, ja. Weil derjenige, der schlecht ist, schadet ja aus. Ist schon klar.
Es ist auch Survival of the Fittest, ne? Sehr darwinistischer Ansatz, möchte ich mal sagen. Ich möchte einfach nicht, die Leute, die jetzt die schlechte Behandlung bekommen, es sind ja zum Glück nicht so viele, aber in einigen Bereichen haben wir große Probleme. Die Leute, die jetzt diese Behandlung bekommen, das sind diejenigen, die nicht so viel Bildung haben, die sich nicht informieren können, wo es keine Verwandten gibt, die Ärzte sind, die sich nicht tausendmal informieren können im Netz und so. Das sind die einfachen Leute. Die einfachen Leute, die sind nicht dümmer als andere, aber sind nicht, die haben nicht die Beziehungen, die sind nicht privatversichert, die haben nicht die Kontakte. Die haben nicht die Möglichkeiten. Die bezahlen derzeit. Und für diese Leute mache ich die Reform. Mir ist es zum Schluss noch nicht mal so wichtig, ob da meinetwegen 100 Krankenhäuser mehr oder weniger verschwinden, wenn wir noch genug Krankenhäuser haben. Aber mir geht es in allererster Linie bei dieser Reform um die Qualität. Okay, ich habe verstanden. Ich habe da zwei Einwände schon. Ja, ich auch. Viele Nachfragen. Also fangen Sie erst mal an, Frau Tod. Und vielleicht reden wir mal kurz über diesen, das heißt, es gibt da so eine Art, also ich nenne es jetzt mal böse, einen öffentlichen Pranger. Ist ja kein Pranger, wenn Sie darstellen müssen, ob Sie die Qualität haben. Aber wenn Sie jetzt schon untersuchen, meinetwegen Klinik XY ist bei Schulter besonders schlecht, leuchtet das Ding rot, dann können Sie doch eigentlich jetzt schon zumachen. Nein, ich mache die Klinik nicht zu. Sie können sagen, ich bezahle nicht mehr. Ich bezahle diesen Schultereingriff nicht mehr. Oder? Das beraten wir ja vor. Sie das nicht? So etwas muss ja gut vor. Wir machen das ja mit Wissen. Wir machen das mit der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in ganz Deutschland zusammen. Sie hungern die aus? Die Wissenschaftler hungern erstmal gar nicht, sondern nein. Die bewerten ist die Qualität. Die Krankenhäuser, Herr Lauterbach. Nein, auch noch nicht mal. Weil die Krankenhäuser, die gut sind, die profitieren doch von der Reform. Nein, das verstehe ich. Die Unikliniken zum Beispiel werden davon profitieren, weil die komplizierten Fälle, die eigentlich jetzt in die Uniklinik gehören, die kommen dann da an. Der andere darf es nicht mehr. Aber nochmal, Entschuldigung. Also ich habe gerade einen schlimmen Verdacht. Also man macht sich als Politiker natürlich nicht wirklich beliebt und populär, wenn man sagt, euch mache ich zu. Nein, das heißt, der Hebel, der Umweg ist, wir stellen fest, ihr seid in dem Bereich schlecht und dann passiert, was passiert. Wir zahlen halt nicht mehr dafür. Ja, aber wenn jetzt, und dann seid ihr in einem Jahr tot. Nein, das wird so nicht sein. Also die kleineren Kliniken zum Beispiel, die bekommen also das Geld für die kleinen Eingriffe. Und die müssen dann aber nicht mehr wie jetzt so viele Fälle machen. Wir bezahlen denen eine Pauschale. 60% des Geldes bekommen die als Pauschale. Damit können, wenn die dann weniger Fälle machen, dann kommen die gut über die Runden. Ich will doch nur, dass die kleinen Häuser, die ich für die einfache Chirurgie, die einfache innere Medizin, dass ich die kriegen eine Pauschale und können über die Runden kommen. Jetzt sind die bedroht, weil es sind immer weniger Menschen, die in die kleinen Kliniken noch reingehen wollen für große Eingriffe. Die gut gebildeten, die Ärzte selbst zum Beispiel, zum Teil sogar die Ärzte, die ihre Patienten in diese Klinik überweisen, die kämen selbst nie auf den Gedanken, dort selbst oder ihre Kinder hinzuschicken. Frau Tutt hatte Einwände und ich habe auch gleich noch eine Frage und ich glaube Sie auch. Erst Sie, Frau Tutt. Sie haben damit sozusagen, Sie haben so ein Ausleseprinzip, dass Sie im Moment den kalten Strukturwandel, der jetzt schon stattfindet, ja fortsetzt, aber mit medizinischen Kriterien immerhin versehen. Wieso immerhin? Also das ist ja so ein riesen Fortschritt. Aber es geht darum, dass man ja auch flächendeckend eine Versorgung aufrechterhält. Und die Häuser, die unter den jetzigen Bedingungen nicht in der Lage sind, zum Beispiel Personal zu finden oder eine gewisse grundsätzliche Infrastruktur zu erhalten, denen ist damit schon mal gar nicht geholfen, diese Grundversorgung zu erhalten. Und der zweite Einwand ist, ich glaube nicht, dass Sie die Menschen und die Breite der Öffentlichkeit gewinnen werden mit so einem Prinzip, weil man auch etwas anderes noch dagegen setzen muss. Man muss zum Beispiel auch sagen, was ist denn, wenn dann auf dem Land kein Krankenhaus mehr ist? Die Leute gehen ja inzwischen ins Krankenhaus, weil es keine Fachärzte mehr gibt. Was für ein Gesundheitszentrum, was für ein Angebot bauen wir denn dort auf? Sie müssen ja auch was aufbauen, was immer noch die Menschen dann gut versorgt. Das tun wir ja, die kleinen Kliniken, die, sagen wir, diese Fälle dann nicht mehr haben. Das werden dann Level 1E-Kliniken, die können integrierte Versorgung anbieten, die können ambulant versorgen, die können Fachärzte sozusagen als Belegärzte beschäftigen, die können die kleinen Eingriffe abrechnen, stationär wie ambulant, kriegen immer das gleiche Geld. Gesundheitszentren werden da entstehen, das ist ja alles in dem Konzept, Sie kennen da das haben Sie Konzept. Die Länder, aber da haben Sie die Länder nicht mehr auf Ihrer Seite. Die Länder sind bisher, wie ich sage Ihnen voraus, nächste Woche Donnerstag werden wir die Eckpunkte beschließen. Also ich bin nicht sicher, ob wir den gleichen Kenntnisstand haben. Wir reden doch über Operation und Medizin. Das ist ein Kunstgriff, zu dem Herr Lauterbach hier greift. Der Trick ist doch klar. Das ist aber eine böse
Unterstellung, nein, ich weiß. Aber ich war, Sie weisen den Verdacht mit Abscheu und Empörung hat sie von auch sich. Gemacht und sehr eloquent. Aber nächsten Donnerstag werden wir die Eckpunkte beschließen. Und wir werden über den Sommer den Gesetzentwurf schreiben. Weil die Länder wissen doch, sie brauchen die Reform. Wir kommen in ein unkontrolliertes Kliniksterben. Die Qualität ist schlecht. Wenn da eine Reform ist, wo alle Unikliniken dahinter stehen, die Fachgesellschaften, der Spitzenverband der Krankenkassen steht dahinter, sind doch alle für die Reform. Es gibt keinen Gegenvorschlag. Da wird es doch nicht so sein, dass die Reform nachher nicht kommt. Bei dem letzten Termin standen Sie da und haben alle gesagt, we agree to disagree. Also da waren Sie doch recht weit auseinander. Was die Länder gerne hätten, die Länder sind der Meinung, dass wir diese Daten, also wie gut ist die einzelne Klinik, kann die das nicht, den Eingriff, also was ich eben mit Rot und Grün beschrieben habe. Die Länder sind der Meinung, dass wir das nicht veröffentlichen sollen. Aber da habe ich mich ja schon... Warum? Man denkt, wie ein Landesvertreter sagte, man glaubt, die kleinen Kliniken, die sind nicht nur kleine Kliniken. Es gibt auch große Kliniken, die haben Bereiche, haben die Qualitätsdefizite. Aber da wurde dann argumentiert, die füllen sich da nicht mehr. Aber das ist ja, was ich will. Und von daher also bin ich mit den Ländern schon klar, ich brauche die Zustimmung der Länder für diese Öffentlichmachung der Daten, der Qualität brauche ich gar nicht. Und die brauchen Sie nicht. Brauche ich dafür nicht. Sie haben den Kunstgriff, ne? Das ist brillant. Also für das Vorhaben ist es brillant. Danke, danke, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich dafür bedanken muss, weil, also die Geschichte ist doch ganz einfach, Frau Tod. Sie haben doch gerade den Konflikt aufgemacht. Sie haben doch gerade gesagt, Herr Lauterbach kann gar keine Kliniken schließen gegen den Willen der Länder. Das machen die nicht mit. Das will ich ja auch gar nicht. Genau, natürlich nicht. Das haben wir alle verstanden. Kein Politiker will Sie wollen die einfach schließen. Nur nicht mehr bezahlen. Das ist, bezahlen. Das ist genau. Ein natürlicher Tod, der eintritt, ohne dass man selber das Messer führen Nein. muss. Doch. Ich zahle nicht mehr. Der Bund, ich sage es ganz einfach. Der Bund muss derzeit zahlen, selbst dann, wenn die Qualität nicht gut ist. Und das ist will verstanden. Der Bund nicht mehr. Aber was jetzt passiert, Herr Lauterbach, ist doch, selbst wenn Markus Söder mit seiner ganzen Autorität er sich hinstellt. Er kann nichts machen, genau. So, Sie haben ihn ausgetrickst. Nein, ich habe nicht, das ist ja keine Trickserei, sondern ich trage das doch seit all. Das ist eine ehrliche politische Verbesserung unseres Krankenhauswesens. Das ist auch kein Trick, wenn ich sage, wir wollen nicht mehr, dass Qualität, die prekär ist, dass die bezahlt werden muss. Wir müssen die Patienten schützen und wir müssen die Qualität auch öffentlich das machen. Ist alles das ist okay. Doch nicht, also das ist doch keine Trickserei. Nein, das ist alles okay, aber es ist trotzdem sehr trickreich. Und da sehen wir Sie gerade im Gespräch. Er hat Sie, glaube ich, noch nicht durchschaut auf dem Foto. Oh, das glaube also, ich schon. Wenn Sie ihm sagen, ihr müsst eine Klinik schließen, dann können Sie das gar nicht. Dann kann Markus Söder sagen, Freunde, bei uns wird keine Klinik geschlossen, weil wir brauchen die und so weiter. So. Okay. Wenn Sie aber sagen, pass auf, wir zahlen dann einfach nicht mehr, wird sich die Klinik von selbst schließen. Ich mache einfach die rote Ampel dran, die rote Laterne, und dann schließt sich diese Klinik ganz von selbst. Nicht die ganze Klinik, sondern die Leistungsgruppe. Ja, wenn Knie schlecht, linkes Knie, die Schulter schlecht, Blinddarm auch nicht gut, Augen-OP ist auch schlecht. Wir haben Kliniken, da bündelt sich das alles zum anderen. Genau, wir haben Kliniken, da bündeln sich die Leistungsprobleme, um es mal so auszudrücken, so stark, dass die Klinik wahrscheinlich nicht überleben wird. So. Aber ich sage mal, wir haben bei 1719 Kliniken. Ist das ein Verlust, wenn die Klinik jetzt für die Sicherstellung unbedingt benötigt wird? Die kleine Chirurgie, die kleine innere Medizin, die Geriatrie, die Hals-, Nasen-, Ohrenversorgung, das ist doch dann zu leisten. Ich will einfach nicht, dass in den Kliniken Krebs behandelt wird. Das möchte ich nicht. Aber ganz kurz. Also, wir sind uns doch einig darüber, das, was Sie da jetzt in Gang setzen, das wird doch einen ganz harten Wettbewerb auslösen. Klar. Ganz hart auch darwinistisches Prinzip. Um Qualität. Die Harten kommen in den Garten, die Besten kommen durch. Und der Rest wird langsam einfach abgewickelt. Jetzt ist es doch so. Das wird passieren. Es wird, wenn wir die Reform nicht machen, passiert das Gleiche, aber nur um Geld. Jetzt wird Qualität entscheiden, wer bleibt. Ja, jetzt wird Qualität. Und wenn ich die Reform nicht mache, wird entscheiden, wer macht in dem System Gewinne. Genau. Jetzt geht es beim Krankenhaussterben nur um Geld. Aber Herr Lauterbach, derjenige stirbt, der nicht genug Geld zusammenkratzen kann, zum Teil durch überflüssige Eingriffe. Ja. Das ist doch kein System. Wir lassen jetzt mal mein linkes Knie außen vor, dem geht es hervorragend. Ich habe schon gewechselt. Also. Ja. Ich will nur mal sagen, also apropos Knie, das könnte auch zum Schuss ins Knie werden, ne? wenn man das so macht.
Weil Sie haben da jetzt einen Mechanismus sozusagen, den Sie im Kopf haben, mit dem können Sie, Sie machen, das rote Licht dran. Und dann ist klar, wo die Reise für diese Klinik möglicherweise hingeht. Die Wissenschaftler, die Qualitätswissenschaftler, ja, ja. Das bin nicht ich. Ja, aber die Sie heranholen. Die ich heranhole, ja. Das macht nicht Markus Söder. Das wird definitiv nicht Markus Söder machen, weil es auch nicht kann. Das meine ich doch. Genau. Ich will nur sagen, also das ist ein großer Hebel, den Sie... Ja. Ne? So. Und jetzt reden wir schon seit 20 Minuten. Und Sie erinnern sich an meine Frage von vor ungefähr 20 Minuten. Wie viele Kliniken wird es treffen? 1719 haben wir. Wie viele brauchen wir realistischerweise, um ein Gesundheitssystem zu haben, von dem Sie sagen, so stelle ich es mir idealerweise vor, so könnte es funktionieren. Wie viele? Über diese Zahl spekuliere ich nicht, aber was ich gerne hätte, ist, wir haben tatsächlich... Also 25%? 30%? Die 25%, die jetzt insolvenzgefährdet sind. Da kann es gut sein, dass ein großer Teil davon stirbt, noch bevor die Reform überhaupt wirkt. Weil diese Reform hätten wir schon vor Jahren machen müssen. Das heißt, die 25%... Da hat ja Frau Tut recht. Also wir hätten vor Jahren diese Reform schon machen müssen. Mhm. Aber das ist ja nicht mir vorzuwerfen, sondern ich habe sofort damit begonnen. Und ich habe das jetzt auch mit Druck gemacht. Also wirklich, wir werfen Ihnen gar nichts vor. Wir wollen nur verstehen, was hier passiert an einem so wichtigen Punkt, auch gesellschaftlich. Weil Gesundheit ist wichtig. Frau Tut, wenn Sie sozusagen im Hintergrund so Ihre Fühler ausstrecken, was ist die Sorge? Also ich sag mal, das kleine Provinzkrankenhaus ist ja, ich bin selber immer leidenschaftlicher Provinzler gewesen, ja, weil ich selber auch aus der Provinz komme und weiß, da fühlt man sich eben mal so ein bisschen, wie soll man sagen, man ist nicht der coole Großstädter, der selbstverständlich alles zur Verfügung hat, sondern man muss gucken, wo man bleibt. Und man schlägt sich so durch, man arrangiert sich damit. Und man hängt auch an seinem kleinen Provinzkrankenhaus. Es ist nicht so, dass man sagt, es ist mir völlig egal, ob dieses kleine Krankenhaus, in dem man vielleicht zur Welt gekommen ist, in dem man auch seine Blinddarmoperation gemacht hat, ob es das plötzlich morgen nicht mehr gibt. Das wissen doch diese Landespolitiker, das wissen doch Leute wie Markus Söder und andere. Das weiß doch ein Karl-Josef Laumann in NRW zum Beispiel ganz genau. Die wissen doch ganz genau, dass das nicht gut ankommen wird. Also wie groß ist die Sorge auf der anderen Seite, dass es da echte Verwerfungen gibt? Also es ist erstmal der emotionale Punkt, zum Beispiel, wenn es den Geburtsort nicht mehr gibt, weil es kein Krankenhaus mehr gibt zum auf die Welt kommen. Ja. Das ist natürlich emotional belastet, behaftet. Es gibt aber auch ganz praktische ökonomische Gründe. Oft ist das der größte Arbeitgeber in weitem Umfeld. Also es ist auch ein ökonomischer Faktor. Es ist insgesamt eine Furcht, von Regionen abgehängt zu sein, wenn solche wichtigen Punkte verschwinden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man etwas... zeigt, was an die Stelle tritt, weil man muss die Menschen ja versorgen, gerade die auf dem Land sind, die sind ja die Älteren und nicht so mobilen. Also und das vermisse ich hier an dieser Reform, dass da gar nicht erklärt wird oder auch beispielhaft gearbeitet wird, was an die Stelle tritt und was das wäre. Ein Gesundheitszentrum, wo Ärzte praktizieren, wo findet man die überhaupt? Das steht doch in dem Konzept drin, die Level 1E-Kliniken, die integrierten Kliniken. Das sind Kliniken, die haben keine Notfallversorgung mehr, sondern das sind Kliniken, da wird im Wesentlichen stationär und ambulant gearbeitet, Belegärzte, Hybrid-DRGs werden dort angeboten. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, mache ich das ambulant oder stationär, gibt es immer das gleiche Geld. Es wird dort klar gemacht, dass dort auch die kleinen chirurgischen Eingriffe, Knochenbrüche und so gemacht werden. Und es können dort auch medizinische Versorgungszentren an dem Krankenhaus sein oder im Krankenhaus sein. Ja. Darüber haben wir doch ein ganzes Kapitel im Gutachten der Regierungskommission. Und darüber reden wir doch seit Monaten. Es gibt kein Beispiel, das richtig gut funktioniert. Also in Baden-Württemberg versuchen sie es mit viel staatlichem Geld, sowas zu peppeln. Aber man muss erstmal das Personal auch finden, die Ärzte, die da zusammenarbeiten. Man muss das erstmal aufbauen. Man muss auch vielleicht dann sowas Dinge wie Helikopterlandeplatz machen, damit man, wenn man sozusagen nicht mehr vor Ort versorgt, über lange Strecken die Leute transportiert. Und das muss man auch den Menschen nahebringen, dass da an die Stelle etwas tritt, weil sonst ist wirklich dieser Dann lassen Sie mich anders verteidigen, weil Sie müssen mir das nicht glauben. Aber ich muss das wirklich sagen, auch zur Ehrenrettung der Wissenschaftler, die jetzt seit Monaten an dem Konzept arbeiten und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Wir arbeiten ja mit den 16 Ländern zusammen, mit den Staatssekretären, wir treffen uns. Darüber wird seit Monaten geschrieben, berichtet und so weiter. Aber das musste den Menschen auch beispielhaft und konkret nahegebracht werden. Sonst denken die nur, wir sind die Abgehängten, wir sind dann nicht mehr dabei. Noch machen wir ja die Reform. Aber was ein Level 1i
Klinikum ist. Also so ein Platz, wo ambulant und stationär verarbeitet werden kann, wo Belegärzte sind, wo ich selbst entscheide, wo dann auch Tagespauschal. Das ist alles schon, das, wir machen im Sommer das Gesetz. Ich kann ja das Gesetz den Bürgern nicht erklären, bevor ich das Gesetz gemacht habe. Ja, aber wir reden 15, heute hier mal darüber. 15, wir verstehen Jahre, mal ein bisschen. 15 Jahre ist nichts passiert. Und jetzt kommt eine komplette Runderneuerung unseres Systems. Verstanden. Das ist eine große Sache. Und das wird zwangsläufig auch zu Verwerfungen führen. Herr Seifert, MHH, ja. Medizinische Hochschule Hannover, exzellente Einrichtung. Sie haben da kein Thema. Nein, aber trotzdem noch mal an Sie die Frage, was geht Ihnen durch den Kopf, als jemand, der auch so tief in diesem ganzen Gesundheitssystem drinsteckt, wenn Sie das hören? Ich habe verstanden, in der Diagnose, im Befund sind wir uns, sind auch Frau Tutt und Herr Lauterbach sehr nah beieinander. So geht es nicht weiter, schlicht deswegen, weil es nicht mehr zu bezahlen ist. Aber sozusagen die soziale Dimension, die Frau Tutt gerade angesprochen hat, die Frage, wie kommt man da hin? Gerade Leute, die nicht mehr besonders mobil sind, wie können die dann dort weitermachen? Auch übrigens die Frage, wenn man sagt, das läuft dann alles digital. Mhm. Dieser Tage sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass viele ältere Menschen gerade ein richtiges Problem haben, weil sie in dieser digitalen Welt sich nicht mehr zurechtfinden. Die gehen nicht ins Internet und tippen irgendwelche interaktiven Flächen an, sondern die schlagen sich nur noch irgendwie mühsam durch. Das heißt, was sind Ihre Ängste, wenn Sie das hören? Also ich habe noch eine ganz andere soziale Dimension, wenn Sie so wollen, nämlich die des Gerichtsgutachters. Denn ich sehe häufig die Resultate von Krankenhausbehandlungen, die nicht funktionieren. Natürlich im medikamentösen Bereich. Und da sehe ich auch sehr viel soziales Leid durch Fehlbehandlung. Und ich stelle mir ganz häufig die Frage, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Diese Klinik müsste doch geschlossen sein. Und ich kann, das heißt, da stimmen Sie überein? Ja, da stimme ich überein. Absolut. Und ich kann in dem Fall Herrn Lauterbach nur zustimmen. Es gibt eben sehr kleine Häuser und sehr große, wo ich als Gutachter dann einfach sehe, da sind massive Fehlbehandlungen gelaufen. Und das sind massive strukturelle Probleme. Und da sind die Möglichkeiten, die man hat als Gutachter, nur sehr limitiert. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn es diese Möglichkeiten gäbe, im Grunde Gerichtsakten aufzuarbeiten als eine evidenzbasierte Dokumentation von Fehlbehandlungen. Also als Recherche sozusagen, um dieses Rot-Grün-System klar zu machen. Genau, damit ich sehe genau das Problem, das Sie nennen, damit man, sagen wir mal, auch eine eindeutige Evidenz dafür hat, welche Klinik schlecht ist. Und ich mache viele dieser Gutachten und ich sehe das auch. Mhm. Es gibt Hotspots. Ja. Und ich rege häufiger auch schon mal an, strukturelle Veränderungen, nur das ist nicht die Aufgabe des Gerichtes. Insofern finde ich den Ansatz von Herrn Lauterbach richtig und man muss das natürlich gut kommunizieren. Aber diesen Aspekt, dass eben viele Menschen auch sterben durch Fehlbehandlung, den muss man auch mit berücksichtigen und ich glaube, das ist Ihre Intention dabei. Darf ich Frau Tutt an dem Punkt vielleicht nochmal oder möglicherweise auch Sie, wenn Sie so viel mit solchen Dingen zu tun haben, wo erlebt man sowas? Ich habe Sie vorhin zitiert, die Deutschen leben nicht unbedingt länger als andere Länder, die weniger Geld für ihre Gesundheitssysteme ausgeben. Wir sind nicht unbedingt gesünder, aber wir zahlen unfassbar viel Geld. Und Sie sagten, das ist eine Katastrophe, dass wir jetzt auch noch die Kassenbeiträge erhöhen, um immer weiter Geld in ein System reinzupumpen, das offenkundig nicht wirklich gut ist. Ja. Woran machen Sie das fest? Also ich bin überhaupt nicht bei Herrn Lauterbach, der immer sagt, entökonomisieren des Gesundheitswesens. Mhm. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Mitteln. Und die müssen wir klug einsetzen, dass denen, die es am dringendsten und lebensrettend und wirklich, dass sie mit der Lebensqualität am Leben bleiben, dass die das Geld bekommen und nicht die für kosmetische oder Lifestyle oder sonstige Dinge oder Doppeldiagnosen. Können Sie das mal quantifizieren? Wie viel Geld geben wir aus und wo ist der Finanzbedarf in den nächsten Jahren? Wie entwickelt sich das? Naja, eigentlich, ich meine, im Moment ist der Krankenkassenbeitrag im Schnitt bei 16,2% des Bruttolohns. Also so viel wird abgezogen. Es ist ein enormer Betrag, weil man
ganz viele Menschen in Arbeit hat, so viel wie noch nie. Also es kommt auch viel Geld zusammen, weil viel vom Arbeitseinkommen weggeht. Und trotzdem kommen wir nicht damit aus. Das spricht doch dafür, dass es Doppeluntersuchungen gibt, dass die Leute zu häufig zum Arzt müssen, zum Beispiel durch die ganzen Quartalsabrechnungen, weil wir noch total altbackenes System haben, was auch sehr viel Aufwand, Durchlauf, Bürokratie verlangt. Weil wir und keine digitale Dinge Patientenakte haben. Ja, genau. Dann sagt man, da machen wir auch lieber noch mal MRT, weil das wollen wir jetzt mal selber gucken. Die Deutschen gehen häufig zum Arzt, allein schon, weil sie ihre Rezepte abholen. Jedes Quartal müssen sie wieder hin, damit dann eben wieder das ausgelöst wird. Das sind so Quatschdinge, die wir irgendwie alle noch haben. Und die müsste man einfach mal angehen. Und man muss wirklich wirtschaftlich und sinnvoll und sparsam mit den Mitteln umgehen, die wir haben. Klar, das ist ja, da wird jeder zustimmen. Aber lassen Sie uns ganz offen miteinander reden. Wir haben riesige Probleme bei der Art und Weise, wie wir Arzneimittelpreise machen und wie auch wir da, ja. Und dann trotzdem Lieferengpässe. Das Problem ist seit 10 Jahren bekannt. Mhm. Ich habe jetzt ein Gesetz gemacht, das geht morgen durch den Deutschen Bundestag. 10 Jahre wäre das notwendig gewesen. Krankenhausreform, verschwenden wir Geld, haben nicht die gute Qualität. 10 Jahre wäre das notwendig gewesen, wenn nicht länger. Ich bin jetzt 1 Jahr quasi mit diesen Themen beschäftigt. Es kommt schon das Gesetz. Wir haben die Digitalisierung. Wir haben 15 Jahre an der elektronischen Patientenakte gearbeitet. Sie ist nicht da. Wann kommt ich werde sie im nächsten Jahr ausrollen. Nächstes Jahr. Das elektronische Rezept. Jahr, wann? 24. Also wir werden ich will es noch präziser machen. Wir werden dafür sorgen, dass im Jahr 25 80% der Deutschen die elektronische Patientenakte haben. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. 80%, das bedeutet, das sind ungefähr 60 Millionen Menschen. Das sind dann 20.000 also Apotheken. Das sind 150.000 Praxen und das sind etwa 1.800 oder 1.700 Krankenhäuser. Alle werden vernetzt sein. Daran ist 10, 15 Jahre gearbeitet worden. Ich mache das Geschäft jetzt als Minister 1 Jahr. Erinnern Sie sich an meine Worte, das rollt nächstes Jahr aus. Das Gesetz haben wir jetzt im Sommer im Kabinett. 2 große Digitalgesetze. Wir werden auch die Daten nutzbar machen. Das heißt, was Sie beschreiben, diese riesigen Effizienzreserven, die sind da. Aber ich arbeite wirklich seit Stunde null parallel zu Covid an der Vorbereitung dieser großen Strukturgesetze, Arzneimittel, Digitalisierung, Krankenhaus und medizinische Versorgungszentren. Mhm. Da machen wir auch ein Gesetz, dass diese investorenbetriebenen Versorgungszentren aufhören, die 15% Gewinne aus dem System herausziehen. Daher machen wir viele Gesetze, die lange, lange, lange Zeit liegen geblieben sind.